das würde ich sehen. Okay. Dann holen wir. Wenn ihr meint, dass Märchen uralte Geschichten sind, dann habt ihr recht. Aber diese uralten Geschichten waren irgendwann einmal auch neu, brandneu. Und so erzähle ich euch jetzt eine brandneue Geschichte. Ich habe gesehen, mit welcher Sehnsucht ihr diese Blumen betrachtet habt. Eigentlich wollte ich sie meiner Frau schenken. Aber ich weiß, sie wird es gut finden, wenn ich euch diese Blumen schenke. Okay. Das ist nochmal ein Weiß. Ich bin mir nochmal ein Weiß? Ja. Vielleicht nochmal ein Weiß. Ja. Wie viele Diener hast du denn? Oh, sagte der andere. Ich habe 6 Diener. 6 Diener? Ja. Die ersten 5, die tun grad das, was die Deiner tun. Aber das Märchen, das ich euch heute erzähle, das handelt von einem Indianer. Dieser Indianer besuchte einen Freund, einen Weißen, in der Großstadt. Ich bin jetzt gar nicht gelaufen. Ach, ist mir recht. Der wird mit voller Wucht an die Wand geworfen. Ich würde sagen, ich bringe ein bisschen was an Begabung mit, geerbt von Großmutter und Vater. Oh Mann. Wir haben uns jetzt heute ja hier im Favoritpark getroffen. Ludwigsburg, ist das überhaupt so eine geeignete Stadt für eine schöne Märchenerzählung? Wir haben das märchenhafte Schloss. Ludwigsburg ist die Märchenstadt schlechthin. Frau Busam, ich bedanke mich recht herzlich für diese märchenhafte Stunde. Es hat richtig Spaß gemacht und ich habe viel Neues auch vor allem über Märchen gelernt. Ich hoffe, liebe Zuschauer, es ging Ihnen genauso. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und schalten Sie nächste Woche auch wieder ein. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss.